Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Morgenwebinar der etwas anderen Art, sonst ja immer vorbereitet mit äh, der ein oder anderen Handelsidee äh, heute mal auf einem etwas mehr live bezogenen ähm, Webinar-Stil. Das wurde ja neulich auch gewünscht, dass man äh, hier mal sowas in Richtung. Live-Trading macht. Das Format hier ist nicht für ein Trading gemacht. Das hat mehr edukativen Charakter. Aber nichtsdestotrotz denke ich, heute wäre mal ein guter Tag, an dem wir mal so schauen können, wie man die Märkte einschätzt. Und ähm, da fange ich gleich mit an, was da hinten auch steht. DAX und Co. nach dem Crashtag und der Fed. Was macht äh, der normale Trader? Wenn er so eine Tage hat, der sucht erstmal nach Gründen. Seide tickt da ein bisschen anders. Die Gründe sind mir momentan nicht ganz so wichtig. Das hängt einfach damit zusammen, dass ja Nachrichten sind, was sie sind und der Markt aus der Nachricht macht, was er macht. Und mir ist jetzt nach so einem Tag wie gestern halt als Trader viel, viel wichtiger, Erst einmal die Chancen zu suchen, die Gründe oder, sagen wir mal so, die Nachrichten zu interpretieren, das kann ich im Nachgang immer noch machen. Und genau das machen wir ja morgen. Ich hatte das ja schon avisiert. Wir hatten gestern ein so extremes Spannungsumfeld mit Bezug auf die Fett, auf das, was da kommen kann, dass der Markt extrem nervös gewesen ist. Das haben wir schon im Vorfeld gesehen. Dann gab es gestern den Knall. Und jetzt sortiert sich der Markt neu. Und wenn wir jetzt die Zeit nicht nutzen, Chancen zu suchen, sondern die Zeit nutzen, Nachrichten zu analysieren, dann verpassen wir möglicherweise gute Bewegung. Deswegen heute. Live die Vorbereitung. Ich habe wirklich absolut mal nichts vorbereitet, um hier mal zu zeigen, wie ich an die Märkte rangehe. Und morgen sprechen wir dann im Detail über das, was die Fed gemacht hat, über das, was der Markt erwartet hat, was nicht oder geliefert wurde oder was geliefert wurde. Damit morgen in aller Ruhe, weil damit verdienen wir kein Geld. Also. Das ist der Blick heute rein. Natürlich an, an dieser Stelle noch die Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, rein damit. ja, Wir analysieren ganz normal auch die Charts, wie immer. Das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Ich sehe gerade auch guten Morgen über Zoom, guten Morgen auf Facebook. Freut mich sehr. Danke für die guten Morgen. Grüße. Ja. <laughs> Das ist so klasse, Leute. Das Battle um den ersten ist immer noch da, aber Holger, du bist nicht letzter. Es kommen bestimmt noch ein paar nach. Also, wir schauen heute. Ein Wunschmarkt ist auch schon da. Der Nasdaq, den habe ich auf alle Fälle für die Marktvorbereitung auch auf der Uhr. Das heißt, wir schauen jetzt gleich rein. Zunächst, wie immer, der Risikohinweis, was hier steht, bitte ich auch in Gänze. Zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit wollen wir kurz mal noch auf die Nachrichtenseite blicken. Ich muss nur kurz mal noch was checken. Äh, gestern gab es nämlich noch Öl, ja, und Öl. Gestern wieder eine sehr, sehr interessante Story: minus 9.900 Barrel. Ach, je, minus 9,9 Millionen Barrel, so rum. Das ist eine Hausnummer. Ja. Öl wird momentan gebraucht. Wie verrückt. Also das die gute Nachricht von gestern zum Öl. Öl hatten wir ja gestern auch auf der Uhr. Aber damit zurück zu dem, was wir heute auf der Uhr haben. Äh, nämlich 14 Uhr gibt es Verbraucherpreisindizes aus Deutschland. Wir bekommen das BIP in den USA, die Warenhandelsbilanz, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig auch in den USA. Und dann bekommen wir noch die Einzelhandelsbestände ohne. Fahrzeuge und die Verkäufe neuer Häuser. Das mal die Nachrichten für den heutigen Tag und ähm, ja, das ist das, was wir heute so ein bisschen mit auf der Uhr haben. Arbeitsmarkt in den USA auch sehr sehr wichtig. Wir wissen selbst die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da schaut man ganz ganz genau hin. Warum? Weil das natürlich momentan auch sehr sehr stark durch Covid 19 beeinflusst wird. Und da muss man sehen, wie man hier aus den Pushen kommt, wie man die Wirtschaft so weit wie es geht stützt und um das ganze Thema aufzuhalten so weit wie es geht. Dafür sind nicht wir zuständig dafür ja ist sozusagen der us staat äh, sozusagen ähm, ja äh, zuständig und wie wir das hier bei uns in deutschland sehen äh, wo ja auch der staat unternehmen unter die arme greift <laughs> in ähnlicher art und weise haben wir es dort jobmotor also sehr sehr wichtig gerade auch für das BIP. Und ich bin mal gespannt zum Thema BIP auch bei uns in Deutschland, äh, wie der schlechte Konsum oder wie die sehr, sehr schlechte Konsumentenstimmung bei uns in Deutschland das BIP beeinflusst. Da müssen wir schauen, was hier passiert. Also. Das zu den Tagesnachrichten und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal ähm, das Chartbild groß. Heute denke ich auch direkt dran, dass ich im Zoom den Chartbildbildschirm mit übertrage. Hier das Ganze, damit man die Charts auch sehr, sehr scharf mit sehen kann. Äh, und wir gehen einfach mal eben äh, ganz kurz zunächst erstmal auf die Indizes ein. Ich mache hier allerdings mal nicht ähm, die bestehenden Fenster auf, sondern ich gehe einfach mal in einen äh, sauberen Chart rein. Denn wir wollen ja mal von Grund aufgehen. Das heißt, ich zeige ja auch so mal ein bisschen meinen Ansatz, den ich hier bei der Chartanalyse entsprechend auch habe. Und wir starten mal kurz durch mit dem DAX. Übrigens die Frage, warum ich das jetzt mache, ähm, warum ich äh, nicht gestern Abend schon irgendwas gemacht habe, ist einfach die Tatsache, gestern Abend war in Anführungsstrichen nur noch der US-Markt da. Heute Morgen kommen halt hier bei uns die Händler rein, wo es wichtig ist. Und heute Nachmittag in den USA äh, werden dann, denke ich mal, auch ganz andere Entscheidungen getroffen. Denn ähm, über Nacht ist prinzipiell äh, so ein bisschen auch immer, ja, sage ich mal, eine Veränderung zu sehen. Man denkt drüber nach, über das, was man getan hat, über das, was ich jetzt sozusagen erwarten kann. Und die Händler, die gestern sozusagen für den Abgabedruck äh, gesorgt haben, die könnten möglicherweise heute für eine Gegenbewegung sorgen. Also zumindest diejenigen, die sich sagen: Mensch, das sind doch. Günstige Kurse. Also, da kann heute viel passieren an dieser Stelle, äh, und aus diesem Grund ähm, schauen wir einfach mal, wie sich der Markt nach dem Szenario von gestern entsprechend einsortiert, äh, und das Ganze nehmen wir jetzt mal so ein bisschen als Handelsvorbereitung. Das heißt, zunächst erstmal ganz klar der Blick. In, den Gro in das ganz, ganz große Bild ähm, im DAX, da sehen wir natürlich äh, den Aufwärtstrend, äh, wie er hier da ist im größeren Bild und jetzt hier klein nach unten trenden dieses Level. Das ist die eine Sache. Aber äh, für die kurzfristige Vorbereitung ist eine, ist eine andere Sache viel, viel wichtiger. Und zwar mal das große Bild zu sehen, wo wir hier gerade stehen. Und wenn wir mal anschauen, wo der Markt hier reingelaufen ist, welches Level das ist, ich lege hier am besten meine Linie rein. Hier unten, Moment, Linie, einmal hier, bitte reinziehen, hier an dieser Stelle. Also, das ist so, dieses Dreh- und Ausbruchslevel hier um die Marke von äh, 13.400 und ein paar in der 50. Und diese Marke, ähm, die ist jetzt an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, denn wir sehen hier ein entscheidendes Level. Berichts unten drunter haben wir im Tageschart die nächste größere, sage ich mal, oder das nächste Drehlevel hier unten liegen. Das ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier, nächstes Drehlevel. Ich ziehe die Linie einfach mal mit runter. Haben wir liegen hier bei grob 13.200 Punkten. Wartet mal, ich mache das gleich mal korrekt hier. Also hier um die 13.200 Punkte. Und das ist halt das, was den Weg dann nach unten ebnet. Und diese Ebnungen nach unten, die sind jetzt natürlich für die Schutzseite die planbaren Anlauflevel, die hier in die Richtung zumindest mal gehen können. Das heißt, an dieser Stelle ist das jetzt für das Kleine wichtig. Und was wir noch für das Kleine brauchen, wäre. Also, wenn wir so hohe Volatilitäten sehen wie gestern, ne, dann sehen wir halt, dass wir diesen, diesen Weg nach unten durchaus auch in einem ganz normalen Handelstag mit durchlaufen lassen können. Ne. Also, hier, das war am Donnerstag, äh, am Dienstag und am Montag hatten wir Kerzen, deren Lade, äh, sag ich mal, deren Ausweitung durchaus auch diesen Weg hier mitnimmt und durchaus auch hier unten rein in dieses kleine Spike-Level reinlaufen können. Hier. 13.000 und die 35, die haben wir mittlerweile schon oft genug besprochen. Und dann noch knapp drunter hier dieses kleine Zwischentief um die äh, ja, Drehbereich 12.900 Punkte. Das sind Level, die wir hier im Markt haben, die jetzt durchaus auf der Chart-Unterseite interessant werden können. Wenn es unten drunter bricht und um das Tagestief von gestern. Und das muss der Markt jetzt erstmal zeigen, denn... Wir haben hier bei uns in Deutschland auch einiges was belastet. Mal, unbe äh, mal unbeeindruckt davon, was gestern in den USA los gewesen ist. Wir haben momentan einige Probleme mit unserer Wirtschaft. Wir haben einige Probleme mit dem Thema Impfstoffstrategie. Ähm, das könnte die Wirtschaft durchaus deutlicher belasten, wenn es hier doch Probleme geben sollte. Jetzt munkelt der Markt schon, dass man mal genau nachschauen muss, ob diese Viren, die jetzt neu auf dem Markt sind, auch durch diese Virusvarianten abgedeckt sind. Wir haben ja dazu schon Meldung bekommen, dass das eigentlich so sein sollte, dann kommt aber plötzlich wieder Angst in den Markt. Also, ähm, da könnte hier an dieser Stelle natürlich einiges an Bewegung kommen. Jetzt gehen wir aber mal in den Stundenchart, weil für den Stundenchart, ähm, ähm, das ist so ein bisschen das Wichtigere für die kurzfristige Trading-Vorbereitung, denn wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen wollen, dann sehen wir auf der Unterseite hier natürlich deutlich besser auch den Anlaufbereich zur Unterseite hin. Das heißt, an dieser Stelle auf dem Weg zum nächsten größeren Support. Das heißt, wenn diese Marke von 13.450 nicht halten sollte, dann auf der Unterseite, schaut mal hier drüben, da haben wir noch zwei Anlaufpunkte, wo wir durchaus Drehlevel bekommen können. Das heißt, hier dieses Zwischentief hier unten wo wir reingelaufen sind, so grob um die Marke von 13.330 Punkten. Und dann hier unten rein noch hier dieses kleine Spike Low, was wir hier unten hatten, oder dieses kleine Trend tief. Ja, es ist ja schön, wie der Trend hier nach oben gelaufen ist. Durchaus auch nochmal anlauftechnisch die Marke um die 13.232. Da ist noch einiges da was oben rauflaufen kann. Und jetzt wird es halt sehr, sehr entscheidend sein, was der Markt hier macht. Denn wenn wir uns das größere Bild an dieser Stelle mal anschauen wollen, und das ist das, was ich jetzt einfach mal wieder äh, hier skizziere, wie wir das jeden Morgen machen, wenn wir uns den Trendverlauf mal anschauen, dann sehen wir hier auch zwei Dinge ineinander fließen. Zum einen natürlich das Größere, äh, was wir schon einige Zeit hier mit auf dem Schirm haben. Das heißt... Das ist der Abwärtstrend, der hier da ist, ganz klar. Und den zieht es halt schön nach unten. Und in diesem Abwärtstrend, innerhalb dieses Abwärtstrends, haben wir jetzt den letzten Bewegungsarm. Und da sehen wir halt, dass da durchaus auch noch einiges mit drinnen ist an potenziellen äh, Bewegungsschüben nach unten. Kleinen Augenblick, ich lege hier mal ganz kurz das entsprechende Tool mit rein. Also hier mal kurz die Trenderkennung noch mit rein an dieser Stelle. So, also hier für diejenigen, äh die hier Unterstützung in der Chartzeichnung brauchen, macht sich das ganz gut äh, und hier mache ich jetzt mal den kleineren zeitrahmen rein und da legen wir jetzt mal den fokus auf das was sie ist schaut mal das ist der abwärtstrend ähm, der bewegung und wenn wir uns das ganze diesen kontext jetzt mal kurz zusammenlegen ähm, dann sehen wir welches potenzial zur unterseite da ist denn wir haben es ja gesehen hier im höheren zeitrahmen kommen wir von relativ weit oben und wenn wir alleine mal das spiegeln was wir hier oben haben aus diesem korrektiven verlauf von oben rauf unten drauf setzen dann sehen wir dass wir alleine mit dem Potenzial Potenzial dieser Bewegung hier noch nicht ausgereizt sind, dass wir durchaus unten rein in diese beiden Level laufen können, und das ist die Nachricht für die Unterseite. Das heißt, sollten wir jetzt direkt hier aus der Korrektur unten rauf laufen, dann wäre es tatsächlich so dass wir durchaus den Plan zur Unterseite haben. Erst einmal hier Richtung dieser unteren Unterstützung zu laufen. Anlaufpunkte, wie schon gesagt, hatte ich gerade gezeigt. Das ist die eine Seite. Das ist die Shortseite für die Vorbereitung. Also hier wirklich genau hinschauen, was passiert hier in diesem Level. Und eins ist auch an dieser Stelle interessant. Schaut mal an welchem Punkt der Markt hier oben wieder rumgedreht hat. Auch das ist, sind Marker, wo man sehen kann, da guckt der Markt schon auf marktrelevante Linien bzw. Bereiche. Und das ist halt dieses Level, was wir hier oben haben, dieser Drehbereich, die knapp 13.600 Punkte Marke. Das ist wichtig, sollten wir es schaffen. Vor dem Tief rumzudrehen. Das ist also die Umkehrsituation, die ich angesprochen habe, wo wir durchaus Chancen sehen, dass der Markt nach so einem starken Schub von gestern heute einen Rebound-Tag macht. Dann müssen wir schauen, wo es hingeht. Und wenn wir das jetzt schaffen, ohne ein neues Tief zu machen, nach oben hin reinzulaufen, dann wird es erstmal wichtig, hier knapp 13.600 Punkte aus dem Markt zu nehmen. Und dann haben wir nach oben hin Anlaufpunkte. Und die sehen wir auch schon schön hier an dieser Stelle. Knapp 13.600 und naja, 90 wäre mal das erste. Dann natürlich im gröberen Bereich hier oben dieser Drehbereich 13.900 um die 30. Und dann sehen wir hier in diesem ganzen Bereich natürlich auch noch hier diese Zwischenhochs, die wir da liegen haben. Das Ausbruchslevel hier nach unten, knapp der Bereich 13.800. Und die 27. Also, wir sehen, da ist nach oben hin deutlich Potenzial. Sollte der Markt durchatmen und sagen, no ja so schlimm war es dann doch nicht. Dann kommt die Hoffnung zurück, die Schnäppchenjäger sind da. Also, wir haben im DAX Zwei Szenarien, die wir durchaus auf der Uhr haben können für den Blick in die heutige Tagesplanung. Und damit würde ich gerne mal in den US-Markt reingehen, weil wir haben natürlich auch noch ein paar Wunschmärkte, die möchte ich auch in Ruhe durchsprechen. Heißt also an dieser Stelle, lass mal erst mal kurz den DAX, wo er ist und schau mal auf den NASDAQ. Auch für den NASDAQ nehme ich ein neues Fenster. Das heißt hier ganz sauber angefangen. NASDAQ Kürzel hier US-Tech an dieser Stelle. Das haben wir da. Neues Chartfenster. Da lege ich dann auch gleich mal noch hier an dieser Stelle das äh, Paket rein. Für die Trenderkennung. Zack, einfach rüberziehen. So. Okay, dann haben wir das. Jetzt gehen wir hier noch in den Analysemodus. Und dann hat sich das Ganze. Also, Thema NASDAQ. Auch hier zunächst erstmal klar, Blick in den Tagesschart, Aufwärtstrend da und ja, nicht ungewöhnlich für den NASDAQ, brutale Korrektur. Ja, also, <laughs> es ist wie es ist. Der Trend läuft weiter hier. Wir sehen es schön nach oben, was wir auch sehen, der untergeordnete Bewegungsarm, also der hier quasi. Der zappelt auch schön nach oben hin. Ähm, Auffanglevel haben wir auch da hier auf der Tagesbasis. Hier unten in diesem Bereich ist das Auffanglevel da. Hier dieser Drehbereich, den wir da haben. Das mache ich mal kurz grün. Das wäre mal ein gutes Anlauflevel. Sollte es hier zu einer weiteren Ausdehnung in die Chartunterseite reinkommen. Das heißt, hier an dieser Stelle hätten wir da dann tatsächlich hier. Diesen Drehbereich grob um die Marke von 12.700 Punkten. Kurzen Augenblick, diese Linie mache ich auch gleich mal noch in grün mit rein. Denn wir haben hier an dieser Stelle natürlich ein schönes Support-Level. Und das sind die Marken, wo wir uns gerne mal auf die Lauer legen, nach unten hin. Also hier an dieser Stelle äh, natürlich das Auffanglevel, level das größere auf Tagesbasis. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, ganz kurz im Stundenchart, bzw. in den kleineren Zeiteinheiten, schaut mal. Dieses Level hier, was ich grün markiere gerade, das ist sehr, sehr interessant, denn hier, schaut mal, das war die Korrektur. Hier ging es dann deutlich nach oben und in diesem Bereich haben wir immer wieder jetzt Gegenwehr gehabt für die Kurse nach unten. Ging zwar mal deutlich runter, aber dann auch direkt wieder hoch. Und das Ganze schauen wir uns jetzt hier auch in der Stunde an, <laughs> denn wenn wir eine Gegenbewegung bekommen, sehen wir das relativ flott hier. Äh, um mich nicht falsch zu verstehen, das, was wir hier in der Stunde besprechen, da lassen wir uns von der Stunde durchaus die Richtung vorgeben, aber wenn wir hier eine Bodenbildung sehen wollen, müssen wir natürlich gerade im Intraday Trading noch eine Zeiteinheit kleiner gehen, ja? Das heißt, wenn wir hier in der Stunde beispielsweise ein Umkehrmuster sehen, können wir das gut und gerne zur Oberseite hin traden. und was wir hier momentan sehen, ist halt aktuell zumindest mal noch vorbörslich sage ich, ja, wir haben es 10 vor 9, mal gucken, was die DAX-Händler oder die deutschen Händler dann mit den Märkten machen, ähm, haben wir hier dieses Level, wo wir gerade drinnen liegen, das heißt hier diese Drehmarke, dieser Drehpunkt, das ist das Level, äh, was wir gerade ähm, auf dem Tageschart auch gesehen haben, das ist so der Bereich um die Marke von 13.000 Punkten, hier 13.000. Das ist jetzt äh, dieses umkämpfte Level. Das ist auch eine runde Marke ähm, und das hat dann natürlich auch Einfluss auf das, was kommt. Das heißt, sollte der Markt tatsächlich ähm, den Kampf um dieses Level verlieren? Dann können wir die Unterseite bespielen und zwar unten rein. Und da sehen wir natürlich den großen Auffangbereich zunächst erstmal auf der Tagesbasis bei 12.700, aber hier an dieser Stelle untergeordnet ganz grob das Level um die 12.860 Punkte marke. Das ist jetzt interessant hier an dieser Stelle mal zu sehen. Hier haben wir schön den Drehbereich und dann nächster Anlaufpunkt unten knapp über dem Support-Level hier unten unter dem Drehbereich bei 12.000. 12.700 haben wir hier das Zwischentief um die Marke von 12.735. Das ist das, die Initialzündung sozusagen, die bewegen aus dem Support-Level raus hier der letzte Bewegungsarm zur Oberseite hin. Der ist jetzt natürlich komplett rausgenommen worden, aber es ist halt so, wenn es hier zur Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik kommt, dann sehen wir ganz klar, die Unterseite hat auch ein paar Anlaufpunkte. Auch unter der Marke von 12.700 können wir schauen hier, um den Bereich von 12.000 knapp 600 Punkten, beziehungsweise hier unten drunter das Tief, was wir hier gehabt haben, das ist die Marke von 12.500 Zählern. Da ist einiges, was zur Unterseite reingehen kann. Und bei hoher Dynamik an den Märkten ist das durchaus auch drinnen, dass man hier nach unten deutlich aufholt. Das ist die Unterseite. Die Oberseite schauen wir uns allerdings genauso an. Denn wir haben natürlich genauso, wie ich das jetzt im DAX besprochen hatte, die Chancen zur Oberseite. Ne? Und da sehen wir halt jetzt mal ganz kurz, ich mache mal hier den Trendverlauf, den untergeordneten Trendverlauf rein. Also hier, das ist das, was wir sehen. Hier hat der Markt von oben angefangen rumzudrehen. Dann kam der Kurs rutsch unten rein. Also hier an dieser Stelle, zack, da ging es dann deutlich entsprechend runter hier. Und das Ganze dann natürlich. Trendig gemacht und dieses Trendige, was wir hier sehen, ist natürlich das, was wir auf der untergeordneten Zeitebene sehen, also auch sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart. Und das schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz an: den Trendverlauf im 5-Minuten-Chart. Und da mache ich mal kurz den höheren Zeitrahmen rein. Da sehen wir nämlich jetzt das, was ich gerade auf der Stunde auch gezeigt hatte. Das heißt, das ist jetzt mal der große, große Abwärtsschub, den wir hier haben. Ja, also hier, da oben fing es an, dann. Runter, hier seitwärts runter, dann gab es die größere Korrektur und das trendet jetzt alles sehr, sehr stark zur Unterseite hin. Und hier, was wir hier an dieser Stelle sehen, das ist so der Versuch, die Marke von 13.000 Punkten zu verteidigen. Das sehen wir hier. Hier war das Trend tief. Alles, was wir jetzt hier in diesem Kontext sehen, ist die korrektive Phase. Und hier haben wir jetzt mittlerweile so eine Art, naja, Doppelten Boden, ob der hält, wird sich zeigen. Also, das, was sich jetzt hier nach unten trendet, kann sich genauso gut zur Unterseite ähm, fortsetzen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das spricht dann dafür, dass die 13.000-Punkte-Marke abverkauft wird und wir uns weiter nach unten orientieren. Aber wir haben hier natürlich auch die Chance, den Weg nach oben zu gehen. Und da wird es halt genau interessant, auf diesen Bereich hier zu schauen. Wenn das, was wir hier haben, nämlich rausgenommen wird und der Markt sich hier nach oben entsprechend entwickelt, dann haben wir gute Karten hier mal die Planung zu machen, einer Umkehr und davon zu profitieren, dass der Markt jetzt innerhalb des Aufwärtstrends so deutlich nach unten gekommen ist, dass wir in der tiefen Korrektur einsteigen können. Also hier, das ist das kleine bisschen. Wir sind hier im 5-Minuten-Chart, bitte nicht vergessen. Das ist der Schub nach unten. Und wenn wir es jetzt schaffen, tatsächlich oben rauszulaufen, das heißt hier erstmal zumindest einen Aufwärtstrend zu machen und dann diese Zwischenpunkte hier rauszunehmen, dann sind im kleinen erstmal... Diese Level hier da zur Planung und dann im größeren Bilde hier das Ausbruchslevel plus dann die Anlaufmarken, die wir oben drüber haben. Das sind die Marker, die wir durchaus auf der Agenda haben sollten für einen Schub nach oben. Und das ist durchaus auch unter der Maßgabe dieser sehr, sehr großen. Sozusagen sehr, sehr großen, ähm, sag ich mal, Bewegungsamplitude, die wir gestern hatten, bei steigender Volatilität, dass der Markt hier deutlich hoch geht. Und ein was ähm, kann man hier so ein bisschen noch als Richtschnur nehmen, und zwar ganz kurz mal wieder kurz der Verweis oder der Verweis auf. Den, den, den Wix, den Volatilitätsindex hier an dieser Stelle. Ich mache mal das Bild hier größer. Schaut es euch an, was hier passiert ist. Der hat jetzt lange Zeit so immer zwischen, naja, 23 und 27 hin und her geschwankt. Gestern gab es den brutalen Ausbruch zur Oberseite. Da ist die Vola natürlich extrem stark angestiegen. Ne? Und wenn jetzt hier plötzlich die Vola abnimmt, dann würde das ganz klar nach sich ziehen. In der Regel ist das so, dass die Aktienmärkte wieder deutlich anziehen. Also das war gestern komplette Panik, komplette Angst, diese Kerzen, die wir hier haben. Und wenn wir da wieder eine Negierung bekommen, ne? wir hatten sowas schon öfter mal, Ausschlag nach oben, dann ging es wieder nach unten hier, Ausschlag nach oben, dann ging es immer nach unten. Das sind so die Extremtage. Das hat man dann auf der Uhr. Und wenn das passiert. Die Wohler runter und wir sehen hier an dieser Stelle, dass der Markt nach oben rumdreht, dann können wir die Oberseite sehen. Wie schon gesagt, Anlauflevel hier an dieser Seite oder an diesem Punkt mal zur Oberseite gesucht, auch im kleinen Bereich. Deswegen hier jetzt Magenta-Farben. Das ist das, was wir hier haben. Also grob die Marke um die 13.070 Punkte, dann hier oben drauf, hier diese kurzen kleinen Swing highs, 13.095, das ist das, was Bewegung in den Markt bringen kann. Aber wichtig ist halt, dass wir Schub nach oben bekommen. 13.135 wäre jetzt mal sehr sehr interessant, denn das würde dann dazu führen, dass wir quasi in einem Zeitrahmen wieder reinkommen, wo wir was Trendiges auf größere oder auf etwas Stärkerer Höhe sehen werden, das wäre dann sozusagen hier der Schub von unten nach oben, die Korrektur unten rein. Der Bewegungsarm, jetzt die tiefe Korrektur. Und wenn der Markt das schafft, führt sich hier halt ein etwas größerer Trend fort. Und das wäre dann die Bestätigung einer Umkehr in der Stunde. Und wenn wir das dann auf der Uhr haben, dann, wie schon gesagt, können wir gut und gerne die Oberseite weiter beplanen. Hier dieses Ausbruchslevel um die Marke von 13.200 Punkten. Und dann können wir uns schön auf den Oberseiten hier austoben. Also das, was ich auch schon gesagt hatte, die 13.330 Punkte Marke hier. Die knapp 13.400 Punkte Marke. Und dann haben wir schon schön das Level oben drinnen hier. Der Drehbereich oben. Zwischen 13.550 und hier das Top oben drauf, 13.000 um die 600-Punkte-Marke. Also da ist viel, viel Luft nach oben hin da, ja, die durchaus kommen kann, wenn der Markt sich wieder beruhigt. Und damit sehen wir auch im Nasdaq, haben wir ein sehr, sehr hohes Potenzial für beide Richtungen. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, was der Markt hier macht, wo es sich hin bewegt und das Ganze entsprechend umsetzt. Und da können wir bei den Indizes halt, Genau jetzt zur Marktstart. Mal schauen, was losgeht und vielleicht die ein oder andere Chance entsprechend sehen. So, gut. Also, das wäre es dazu. Jetzt schaue ich mal in Zoom. Nasdaq ist durch. Alles klar. Ähm, dann haben wir hier noch weitere Fragen und zwar. Moment, Moment, Moment. Wir haben britisches Pfund US-Dollar, US-Dollar, japanische Yen haben wir auch noch da. Genau die zwei gehe ich durch und dann checke ich mal kurz äh, meine Forex-Übersicht, ob wir da nicht noch das ein oder andere Interessante hier heute mit auf der Uhr haben. Wir schauen zunächst mal in das Cable rein, also britisches Pfund US-Dollar. Hier haben wir es im Tageschart. Ähm, da ist weiterhin. Äh, Sage ich mal das Battle um äh, den Keil zu sehen. Also hier an dieser Stelle ganz klar, ganz deutlich und ohne Ausschweife zu sehen. Der Keil ist da. Wir hatten schon kurzfristig den Ausbruch aus dem Keil raus. Ja, das sehen wir hier unten drunter. Hier der kleine Keil wurde nach unten durch, äh, durchbrochen. Im Tag sind wir jetzt auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Hier an dieser Stelle kann ich dieses Widerstandsband mal noch ein Stückchen rüberziehen. Wir sind weiterhin im Widerstand drinnen und ähm, für diejenigen, die sich das Ganze hier mal auch mit anschauen wollen, hier sind viele Linien drinnen, die kommen aus den kleineren Zeiteinheiten, aber wir sehen es halt, der Keil ist intakt. Der der Markt kommt hier oben nicht so wirklich über die 1,37 drüber. Das liegt halt ein bisschen daran, dass der quasi der US-Dollar stärker geworden ist. Das sehen wir auch gut, wenn wir hier mal nochmal. Ich bemühe da nochmal ganz kurz den Chart hier und wir schauen mal kurz nicht auf den Wix, sondern wir gehen mal kurz ähm, auf die Currency Futures an dieser Stelle. Und da haben wir hier nämlich den US-Dollar. Und da sehen wir hier ziemlich gut, dass der US-Dollar an Stärke gewonnen hat gestern wieder. Und wenn der hier oben drüber fliegt, über die knapp 90,95, dann wird der natürlich immer noch stärker. Und wenn ein US-Dollar stärker wird, schwächt das natürlich das britische Pfund. Und da fällt dann sozusagen der Kurs hier zur Unterseite. Und das ist genau das Szenario, was ich hier an dieser Stelle auch beleuchtet habe. Unten raus heißt also Ausbruch nach unten, dann können wir uns zur Unterseite begeben. Das wäre dann hier das Widerstandslevel, was dann zunächst erstmal dazu führt, dass das größere Bild erstmal korrigiert. Hier sehen wir ja den schönen Aufwärtstrend ähm, auf der Woche, auch hier von unten schön rausgekommen, schön alles nach oben und hier jetzt sehr dynamisch hochgelaufen. Und das könnte dann erstmal zu einer Abwärtsbewegung hier Richtung 1,34,50 führen. Deswegen ist dieser Keil absolut intakt und wenn wir uns das mal untergeordnet anschauen wollen, noch, ich gehe jetzt mal eben in den 4-Stunden-Chart rein, dann sehen wir hier an dieser Stelle natürlich auch, dass der Markt oben nicht mehr wirklich sauber durchgeht, sondern immer wieder schwächelt und immer wieder auch die Unterseite sucht. Und hier unten haben wir halt die Trendlinie verlaufen. Wenn wir jetzt tatsächlich hier einen nachhaltigen Bruch unten drunter bekommen mit einem Abwärtstrend auch in den 4 Stunden, ist das dann halt der Punkt. Der uns dazu bringt zu schauen, wo es hingehen kann. Und da wird wieder das äh, ersichtlich, was ich in der Analyse zum Kebel schon gesagt hatte: dass wir unten die Anlaufmarke haben, wenn es hier unten drunter durchkracht, also diesen Bereich hier rausnimmt äh, und zwar nachhaltig rausnimmt, dass wir dann in die Zwischentiefs reingehen können hier. Ich mache einfach mal dort die Linien bzw. die Kreise drum. Da haben wir viel Potenzial zur Unterseite hier. Also grob die Bereiche, die dann ankommen. Hier die 1,35, 30. Hier dann die 1,34, 50. Das wären mal die großen Anlaufpunkte. Im kleineren Bereich natürlich hier das Zwischentief um die Marke von 1,36, 1 in etwa, was wir dann da haben. Das wäre das, was wir an dieser Stelle. Durchaus auch offen haben sollten für den Blick hier Ausbruch nach unten aus dieser Konstellation. Und Holger, du schreibst genau, gestern schon ordentlich was mitgenommen. Hier war gestern ordentlich bewegend drinnen. Da sieht man auch mal, wie wichtig die Chartlinien hier an dieser Stelle sind. Solche Level werden immer wieder verteidigt. Und wenn wir einfach mal schauen, was hier um die 1,36,25 los ist, wir gehen mal kurz in den 5-Minuten-Chart rum, da sieht man, was man da mitnehmen kann und dass es durchaus Sinn macht, sich dort auf die Lauer zu legen wenn man hier im Kleinen dann sieht, dass der Markt solche Linien immer wieder verteidigt und dann auch trendet nach oben hin. Dann kann man das natürlich sehr sehr gut nutzen und dann sieht man oben plötzlich wieder die Schwäche, dass der Markt hier oben anstößt und dann wieder den Abwärtstrend macht. Das sind halt alles Faktoren, die man sehr sehr schön zur Chart-Unterseite dann mitnehmen kann. Also hier lohnt sich ganz klar der Blick mit rein. Das zum Cable. Ja und dann wollten wir noch machen. Ich habe es gerade gesehen auf Facebook war US-Dollar, japanischer Yen hier mit Frage ist aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Das schauen wir uns natürlich auch gleich mal noch mit an us dollar japanischer yen moment den muss ich mir mal ganz kurz suchen wo ist er hin hier da haben wir ihn. da ist er da. Konstellation ganz klar ist da. Hier haben wir in den vier Stunden im größeren Kontext jetzt natürlich auch einen Aufwärtstrend auch da. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Das ist mal der Blick in das große Bild, in den Tageschart an diesem Punkt auch raus. Der Markt versucht jetzt hier nach oben die Stärke aufzunehmen. Und das ist hier natürlich auch genau das gleiche Spiel, was ich gerade gesagt habe. Wenn der US-Dollar stärker wird. Dann treibt es hier den Chart natürlich zur Oberseite hin. Und wenn das tatsächlich kommt, wenn der Markt genau das spielt, dann ist das jetzt hier der vollzogene Ausbruch über dieses ganze Level drüber. Hier, wir haben ja schon gesehen, dieser Abwärtstrend, der hier nach unten lief, der ist ja schon gebrochen worden, als wir hier über dieses Level drüber gelaufen sind. Also hier, ich mache es mal kurz ein bisschen größer, über den klassischen Bereich, als wir hier die, 1, äh, die 193 rausgenommen haben. Das war der Schub, dann die Korrektur. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier oben drüber laufen, also ein kleines Mühe brauchen wir noch hier, damit wir tatsächlich auch den Trend nach oben haben. Das wäre dann hier der Beweis, dass der Markt trendig auch nach oben möchte. Im kleineren sehen wir dass Wir brechen ja gerade aus dieser Abwärtstrendlinie drüber raus. Und wenn sich das Ganze hier bestätigt, und da kann man gut und gerne hier in den vier stunden chart oder auch in den Stunden-Chart schauen, da sehen wir halt, was hier los ist. Da sehen wir. Der Markt kommt trendig von unten raus, läuft über dieses wichtige Level drüber. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen kleiner zusammen machen und orientiert sich mal hier so ein bisschen an diesem Hoch um die 144. Und wenn der Markt jetzt hier keine Schwäche macht, sondern direkt oben drüber geht, wäre das das Momentum, was wir brauchen um schön stabil nach oben zu laufen und die Oberseite annehmen. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Den Yen habe ich morgen definitiv früh auf der Uhr. Da schauen wir mal, ob sich hier möglicherweise ein deutlich stärkeres bullisches Setup ergeben kann. Da müssen wir heute allerdings mal noch so ein bisschen abwarten. Aus Charttechnischer Sicht, wie ich schon gesagt, kurzfristig ist hier alles drin. Aber wenn wir hier einen nachhaltigen Richtungswechsel sehen, dann wird der US-Dollar halt nachhaltig stärker. Dann müssen wir uns auch mal Euro-US-Dollar anschauen. Das wird sich alles heute sage ich mal im Laufe des Handelstages auch entscheidend 10 Uhr kommt ja London auch mit rein das sind wichtige Faktoren und bevor dort die Händler mir als mir persönlich nicht zeigen, welche Richtung eingeschlagen werden soll, möchte ich hier sage ich mal keine Prognosen wagen, weil wenn die Big Boys nicht an Bord sind, ja, dann müssen wir einfach mal abwarten. Was hier passiert, bis die reinkommen und dann sehen wir es. Aber da werden wir morgen zu mehr wissen. Den Yen habe ich definitiv für morgen auch im größeren Bilde mit auf der Uhr. So und dann schaue ich mal kurz, ähm, was ich noch habe hier an dieser Stelle. Also für diejenigen, die das interessiert, äh, an diesem Punkt, wie ich mich vorbereite für die Märkte. Ähm, ich bereite mich nicht äh, klassisch mit dem, äh, mit dem MetaTrader auf die Märkte vor. Ähm, der MetaTrader ist ein, ein, ein Handelstool. Ähm, für das Research ist der mir zu kompliziert. Ähm, da bin ich ehrlich, aber das spielt ja am Ende keine Rolle, wo wir Händler unsere Handelsideen herfinden. Ähm, wichtig ist, dass wir sie dann ordentlich umsetzen und hier habe ich halt eine schnelle, einfache Übersicht über den Markt mit allen Dingen, die wir hier bei Tickme so traden können und das scrolle ich einfach mal kurz durch, was mir hier auffällt. Da fliegen mir gleich zwei Dinge, ähm, die ich hier sehe, hier Austral-Dollar, dollar -Kandollar und Austral-Dollar, japanischer Yen. Auf den Schirm, die gucken wir uns gleich mal an. Ich ziehe es mal kurz hoch, das nehme ich mal in den Chart mit rein. Also, wir starten mal kurz durch. Austral-Dollar, dollar, -Dollar. habe ich den schon da? Muss ich mal schauen? Nee, habe ich noch nicht da. Das heißt, wir nehmen den mal ganz kurz hier in die Marktübersicht mit rein. Austral-Dollar, was hatte ich gesagt? Kanadischer Dollar, schöne verordnung hier. Neues Chartfenster haben wir da. Also, hier sehr sehr interessant zu sehen wir sehen schon ziemlich starker Abgabedruck an dieser Stelle und das ist interessant denn wir haben hier eine Verortung an einer wichtigen Unterstützung und wenn diese Unterstützung wegfliegt dann gibt das den Weg nach unten auf schaut mal hier oben wir sind hier das ist der Aufwärtstrend der hier am Laufen ist und hier schlängelt sich der Markt jetzt so nach unten und wir haben jetzt hier an dieser Stelle ein kleines Unterstützungslevel heißt also hier an diesem Punkt ich skizziere es kurz an hier ging es von unten aus der Korrektur Rauf hier, dann eine kleine Korrektur auf Tagesbasis, hier unten rein und dann oben rauf. Und jetzt hat der Markt angefangen, sich hier so ein bisschen nach unten zu schlängeln. Das heißt, hier den ersten Zacker-Korrektur dadurch, hier unten rein, dann in die korrektive Phase hoch. Und hier sehen wir jetzt den Test dieses Levels. Und wenn wir den tatsächlich unterschreiten hier, dann haben wir durchaus Chancen, auf die Unterseite reinzulaufen. Im kleineren Bereich mal zu sehen, hier. Anlaufbereich hier grob die Marke von 09725 bzw. hier dieses Drehlevel um die 09670 in etwa. Durchaus chancenreich, wenn es unten durchbricht, hält die Support-Zone hier unten allerdings, dann muss man sehen, haben wir hier die Chance auf ein. Höheres äh, Tief auf der Tagesbasis und dann können wir uns nach oben orientieren und Kurse oberhalb dieses Zwischenhochs hier bei 0,9850 könnten dann den Weg oben reinordnen in das Hoch, was wir hier haben. Das ist ein schöner Drehbereich und dann hatte ich noch gesagt. Australdollar japanischer Yen, den haben wir auch schon hier, das ganze auch mal der Blick in die Stunde kurz noch auf den Tag vorneweg, weg. Hier ein ähnliches Bild, hier sind wir allerdings schon ein Stückchen drunter gelaufen. Schaut mal hier. Das war das Zwischentief, da sind wir durch. Auch hier ein intakter Abwärtstrend. Und hier sehen wir es, wenn es hier tatsächlich nachhaltig zur Fortsetzung kommt, da aufs Tagestief von heute schauen. Wenn wir dort runterlaufen, nächster Anlaufbereich 78,80 in etwa. Und dann hier unten das Dreh- und Sabot-Level um die 77,50. Sehr interessant, wie ich sehe. Und dann haben wir noch mal reinschauen, kurz hier. Schweizer Franken, japanisches Yen. Auch immer mal interessant im Kurzfristbereich hier das mal die Tageslinie hier sehen wir der Markt hat unten mehrfach aufgesetzt auf dem Support um die 116 knappe 30 25 30 jetzt drängelt er nach oben das ist das drängeln was wir hier an dieser Stelle sehen schaut mal hier wir kommen jetzt hier in den kleinen neuen Trend nach oben hin rein sehen wir schön im 4 Stunden Bereich hier hat es den Markt trendig nach unten geschoben? Sehen wir hier fallende Hochs, fallende Tiefs. Jetzt sind wir hier mit der Dynamik erstmals über diese Hochs hier drüber gegangen, dann in die Korrektur und jetzt sind wir hier in einem intakten, größeren Aufwärtstrend im 4-Stunden-Chart. Und der hat jetzt die Chance, sich weiter nach oben auszudehnen. Zunächst erstmal natürlich oben rein in die Anlauflevel. Das heißt, hier dieser Verkaufsbereich um die 117, knapp 60 und dann schon hier oben rein. An das Widerstandslevel um die 117,75 ähm, bis äh, 117,80 und das, wenn er das tatsächlich schafft, entsprechend aus dem Markt rauszunehmen, also dieses Level äh, nicht nur anzutatschen, sondern deutlich nach oben reinzugehen, sehen wir hier, was das für ein Knaller ist. Dann hätten wir viel Potenzial zur Oberseite, aber man muss das einfach auch ein bisschen im Blick behalten. Das ist schon ein heftiges Widerstandslevel und das jetzt rein von der Verordnung, wenn hier oben plötzlich wieder Schwäche reinkommt. Dann können wir das schön zur Unterseite nehmen. Das ist hochinteressant hier in diesem Dreh- und Schwungbereich. Blick also auf Schweizer Franken, japanisches Yen. Das dazu. So, jetzt schaue ich mal rein. Weitere Fragen haben wir hier jetzt nicht. Ich hoffe, dass das, was wir hier gemacht haben für den einen oder anderen auch mal interessant war, das Ganze hier sozusagen an dieser Stelle zu sehen, wie ich das angehe, Fragen dazu natürlich wie immer sehr, sehr gern. Und ich sage danke fürs Zuschauen, allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Mal schauen, was der DAX heute macht, wie wir hier entsprechend, wie sagt man, hier so schön in die Buschen kommt, ob wir Stärke bekommen oder nicht. Ähm, momentan sieht es noch so ein bisschen nach Gegenbewegung aus, aber ja, wir brauchen halt die Bestätigung, dass die Gegenbewegung kommt. Wie schon gesagt, den ersten initialen Schub haben wir ja schon gehabt. Und wenn wir hier mal kurz schauen wollen, hier dieser kleine Abwärtstrendkanal, wenn der tatsächlich nachhaltig nach oben verlassen werden kann, haben wir Chancen zunächst mal hier Richtung 13.600 Punkte. Und wenn die überwunden wird. Dann haben wir das Long-Szenario kurzfristig wieder auf der Uhr. Also ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen eine gute Zeit. Und natürlich, wie immer, sage ich, machen Sie einen Plan und oder andersrum. Planen Sie den Trade und traden Sie den Plan. Und dann läuft das. Bis dahin. Ciao, ciao.